Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu hoffentlich einem weiteren Banger. Wir beginnen mal Attack Speed. Ja, keine defensiven Items, also Attack Speed the way to go. Der Herr Maurer, danke dir ganz herzlich für deinen Twitch Prime. Ja, Lieblingsessen ist halt so ein schwieriges Thema, ne? So als Delikatesse, ich bin halt nicht so der kulinarisch anspruchsvollste Mensch, ne? Das muss ich dazu sagen. Es gibt ja Menschen, die da deutlich einen höheren Anspruch haben und auch deutlich mehr Ahnung. Ich habe auch einfach keine Ahnung von Essen. Ist halt das, was mir schmeckt. Und das ist oft auch so Bauernkost. Ja, nehmen wir einmal Attack Speed, kriegen es direkt nochmal. I mean, why not? Vielleicht hat man hier sogar Taric über Tarm, oder? Taric über Tarm für die Idee, dass wenn man Karma hittet, man vielleicht mit Jade starten kann. Ahnung, das ist aber auch immer so ein Ding. Ja, das stimmt auch. Ja. Also wir können auf jeden Fall Giant Slayer Attack Speed spielen. Was in vielen Setups ja fein ist. Vielleicht wird das tatsächlich mal ein Rage Wing Start. Ja, Rage bei Giant Slayer spielen schon viele Comps. Giant Slayer ist halt eigentlich aktuell nicht so meine Lieblingsseite, bin ich auch ehrlich. Uff. Jade Hart ist tatsächlich in der Volibear Kaff kommt. Gar nicht so bad. Aber ist jetzt im Early nicht so geil. Ich würde jetzt tatsächlich rerollen. Boah. Combat Training mit so einem frühen Volibear kann halt auch sehr geil sein. Aber ich würde mal Spellcrit nehmen. Das ist schon decent, ne? Also das ganze Setup, was wir haben, sollte schon sehr, sehr strong sein. Also das bei Swain und Vodi hat es schon kinda crazy. Und jetzt wäre quasi meine Idee, zu sagen, ich spiele Infinity Edge Vodi. Aber die ganze Comp gefällt mir eigentlich sehr gut gerade. Ist halt die Frage, ob man hier eigentlich Dragomancer Swain spielen würde. Das ist aber sehr viel Dragomancer. Holy shit. Weil jeder ist auf der Comp. Also das ist schon krass. Ja, der gefühlt wie jeder hat einen Volibear aus dem Ding bekommen. Und das führt dann natürlich dazu, dass halt sehr viele es auch spielen, weil es ja dann actually auch einfach gut ist. Er spielt zum Beispiel einfach mit Shimmer Scale, was auch absolut fein ist. Shimmer Scale und Assassin, auch ein krasses Opening. Junge, Junge, ey. Dann auch noch Diamond Hands. War das nächste Match für das Qualifier? Am Dienstag steht doch ein Titel. Am Dienstag, mein Junge. Ich glaube, das ist das beste Setup jetzt.
Die Idee ist einfach zu sagen, okay, ich spiele Shen über Senna, viel mehr Frontliner und habe dadurch quasi einen Bruiser frei. Das ist mein Essen. So, das war ein Win, I guess. Ich habe da vorne Trinkgeld schon hingelegt. Ja. So. Dann spielen wir es so. Und so. Und so. Und so, so. 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 Ja, schon ein richtig geiles Line-up, ne? Sehr nice. Den Pfad habe ich am Rande mitbekommen, aber der sah sehr knapp aus. Nee, aus DravenX kommt immer was Unterschiedliches raus. Oh, geil. Ach, richtig schön. Geil, was lecker essen. War ein sehr knapper Fight tatsächlich. Schauen, wie der hier läuft. Ich bin mir nicht so sicher, ob man Volibear hier tatsächlich schon Dragomancer gibt, so, weil der ist halt echt in manchen Phasen echt ein kleiner Träumer. Wie lange bist du schon Grandmaster? Boah, wie lange bin ich schon Grandmaster? Eine Woche, würde ich sagen, oder so? Letzten Tage sind bei mir ein bisschen miteinander verschwommen. Deswegen schwer zu sagen. Es gibt's Leckeres. Wir haben hier so einen Laden. Der ist immer grün, der ist fantastisch. Der hat nämlich extremst gutes vegetarisches Angebot. Und gerade so eine Aktion mit Plant-Based Chicken. So eine Plant-Based Chicken Kartoffelpüree Avocado Box. Und ist übel geil. Oh boy, Leute. Das Infinity Edge ist ready. Mein Problem ist, ich habe mega Hunger, aber auf der anderen Seite kann ich mir echt vorstellen, dass es hier ein Banger wird. Und die Leute auf YouTube sind immer so sauer, wenn ich währenddessen esse. Deswegen versuche ich mich jetzt einfach immer im passenden Moment zu muten, okay? Ich hoffe, ihr verzeiht mir, liebe YouTube-Gemeinde. Aber es ist schon sehr, 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 sehr lecker auch einfach. Denn es sind auch plant-based. Boah. Boah. Okay. Wir haben jetzt das Infinity Edge auf Volibear mit der Idee, dass das hier einfach Spell crittet.
Und es gibt mittlerweile viele, die quasi kein BT mehr auf Volibear spielen, weil sie sagen, ey, in dieser Cavalry-Variante hat er ja quasi diese Extra-Stats. Und entweder schafft er in der Zeit, die Leute zu killen, oder er schafft es nicht, aber dann hilft quasi das BT auch nicht mehr. Und meine Idee ist einfach zu sagen, okay, dann spiele ich halt Infinity Edge über diesen künstlichen Crit und bin dadurch dann übel strong. Er hat Katamar geschrieben. Es ist okay, beruhigt euch. Und dazu habe ich mir so einen Bananen-Mix gegönnt. Last Stand. Wir sind ja leider gerade Erster. Aber Last Stand klingt an sich interessant. Wir werden am Ende halt leider nicht so viele verschiedene Trades haben. Das ist halt ein bisschen schade, ne? Ich könnte ein Bruiser-Emblem spielen. Aber es ist halt auch nicht so mega strong. Und gerade im Moment wäre es auch ziemlich useless. Das heißt, ich denke, ich spiele Stand United. Ah, ich hoffe, der Remover hilft uns nachher noch. Okay. Ja, Bananen-Vanille-Shake habe ich auch. Ist auch ganz weit oben auf meiner Hitlist. Ich würde den Winstreak gerne halten. Ich weiß noch nicht, ob wir das schaffen. Und ich habe in der Vergangenheit hier jetzt relativ oft gelevelt, um so einen Winstreak dann auf jeden Fall durchbringen zu können. Und meine Erfahrung war, dass das nicht worth ist. Alter, das Set macht richtig Damage. Vielleicht habe ich den underrated, die Unit. Habt ihr gesehen, wie mein Volibear von meinem Champ verarscht wurde? Alter. Der stand einfach 16 Mal geführt. Oh boy. Nee, das schafft man nicht, ne? Ach, ist das ärgerlich. Nur weil mein Volibear von Shen die ganze Zeit geblockt wurde. Naja. Winstreak verloren, aber es ist, wie gesagt, kein allzu großes Problem. Wir sind nämlich auf 50 Gold, ne? Wir sind ziemlich happy. Es wurde mit Legends auch gut. Ich finde ihn tatsächlich ziemlich gut in dieser Legend Cavalry Comp. Das Problem, was es hier gibt, ist, dass so viele Leute Woli spielen. Es ist tatsächlich ein bisschen suboptimal für uns. Ich hätte gerne ein Heilungs-Item als letztes irgendwie. Ich glaube, jetzt switchen wir die Kombi hier wieder. Ich finde es eigentlich immer ganz cool, dass man diese kleinen Variationsmöglichkeiten hat, aber wir haben jetzt hier gerade einen coolen Moment, um G2 zu spielen, was echt nicht so bad ist. Ja, und deswegen nutze ich quasi die Gelegenheit, weil ich quasi Rage Ring droppen kann über Hecarim und wir hinten raus hier anyway Cavalry Dragoman zerspielen wollen. Und es dann auch sehr cool ist, das jetzt schon am Start zu haben. Alter, dieser erste Hit von Woli dann immer, ne?
Die hat den Hit von Woli gedodged. Und zwar den dritten. Boah, das war aber fies. Ich finde Woli einfach richtig schlecht designt. Steht da, tankt alles und dein Team stirbt mal einfach keinen Spaß, die Unit. Och, findest du echt? Ist ja schade. Ich finde die Unit eigentlich ganz cool designt. So, jeder dritte Hit macht dieses. Macht diesen AOE-Effekt. Was auch jeder weiß. Deswegen ist es irgendwie fair. In richtig langen Fights ist er gut, in kurzen Fights ist er bad. Finde ich irgendwie immer auch relativ okay. Wurde gegen Shen sieht aber traurig aus. Oh ja, true. Aber am Ende ist es ja auch persönliche Präferenz, ne? Mich töten ja auch Units, die andere Leute nicht töten. Es soll ja tatsächlich Menschen geben, die ja nie mehr als Unit hier in TFT gelungen finden. Ich krieg bei ja nie mehr Zuschauern immer einen Mental Breakdown. Naja, Loose-Trick ist, denke ich, okay hier. Mit 84 HP gehen wir da raus aus der Stage. Ja, ich würde jetzt hier wahrscheinlich Qiyana spielen. Aber allzu viel passiert jetzt gerade noch nicht. Also auf Level 7 sollten wir jetzt auf jeden Fall für Volibear 2 suchen und Swain 2 und Lee. Es gibt jetzt auch immer nur noch einen Swain. Also die meisten gehen aus Volibear dann halt auch wieder raus. Es gibt einen Assassin-Volibear-Spieler, da müssen wir mal aufpassen. Der Volibear auch ganz am Ende noch als Win-Condition spielen will. Das wäre dann natürlich ein bisschen doof für uns. Ach komm. Ist ein Static auf jeden Fall für mich hier. Muss ein bisschen Ordnung schaffen gerade. Sind mir zu viele Sachen gleichzeitig hier. That's wild. Jetzt haben wir hier den Woli gehittet und auch einen sehr frühen Yasuo und haben die Option, den Blue Buff zu geben. Was schon für viele so das auf jeden Fall beste Itembild ist. Also es gibt keine Option mehr für mich, Swain zu spielen. Ich habe einen ganz coolen Trade-Mix, was ja auch ganz nice ist, weil wir State United haben. Also der Yasuo-Hit gerade ist natürlich echt krass, ey. Ja, ein bisschen die Frage, was wir am Ende auf Yasuo für Items spielen, weil normalerweise habe ich den halt nicht so früh. Ui. Oh, Guild-Crest geht auch als COP, aber ich würde hier tatsächlich die Cavalry-Crest nehmen. Wobei, ich würde auf die Hand würde das hier Problem lösen, ne? Aber ich glaube, Cavalry-Crest ist einfach zu gut hier. Als dass man es nicht spielen sollte. Was ist Cavalry Crest? Yasuo. Schon highly illegal klingt. Und hiermit würde ich mich jetzt wahrscheinlich einfach. Also ich würde auch irgendwas an Lifestyle auf den packen am Ende, klar. Aber hiermit würde ich mich jetzt einfach stabilisieren. Wobei, wir haben immer noch so viele Pärchen, ne? Ist das schon worth? Sollte eigentlich schon worth sein, oder? Hier jetzt schon Cavalry Legend zu spielen. Die Idee ist natürlich, dass der Volibear halt eben hier auch die Stats stiehlt. Genauso wie halt der Ornn, solange die quasi Cavalry-Leute futtern. Und diese Stats sind natürlich auch dadurch, dass hier so halt eben auch eine Cavalry-Unit ist. Junge. Also ich muss sagen, Infinity Edge Volibear mit diesem Spectre-Ding erfüllt mich mit sehr viel Freude. Das ist einfach so dieser, wie er slammt und es tut mehr weh, macht mich sehr glücklich.
Was hältst du von den Legends-Trade? Findet ihr irgendwie immer schlecht? Naja, also ich finde ihn. Er hat halt ein paar coole Anwendungen, ne? Ein paar davon wurden ja leider entfernt. Ich habe auch noch ein legendäres Video hier auf dem Zweitkanal-Channel, wo ich. Was habe ich denn da gespielt, Leute? Da habe ich irgendwas richtig Wildes gespielt. Ich habe Nomsi gefuttert. Das ging nämlich damals noch. Nomsi futtern war krass. Hat ein bisschen Clapio-Vibes. Yes, sehe ich auch so. Das wurde halt entfernt, sowas, aber. Hier die Idee ist halt einfach Cavalry Units Kings to start. Das kommt mit 60 Armor und dem mehr. Und das halt verdoppelt. Das heißt, der hat 120 Armor gefuttert und jetzt hat mein Volibear. Wait. Warum hat mein Volibear gerade nur 163? War da ein Bug? Ionic Spark. Ionic Spark war's. Okay, das heißt, den Fight verlieren wir leider. Ah, das Set ist überragend. Also mir macht es extrem viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen. Ja, also bräuchte der Crit und Crit gibt's nicht. Das heißt, wir klauen jetzt hier einfach. Spielt Static auf Anivia, ist für viele eh mit das beste Secondary Item hier. Und wir leveln durch auf Level 8. Man kann ja auch auf Level 7 rollen für Volibear 3. Aber gerade dadurch, dass wir Kaff 3 haben, würde ich gerne auch Kaff 4 spielen. Dadurch können wir dann hier den Nuno opfern und können den Hegarinieren spielen, um noch einen CC mehr zu haben. Und dadurch, dass ja quasi der ein oder andere hier auch noch Volibear geht, ist es halt auch ein bisschen tricky. Deswegen vielleicht droppen die den ja bis dahin. Er spielt halt so ein bisschen Carry-Voli. Wolltest du ihn noch BT machen? Dafür wäre das BF doch da gewesen. Nee, ich will hier nicht BT machen. Ich will hier QSS machen. Also ich könnte ja auf Yasuo BT spielen. Sure. Aber das ist jetzt nicht die Prio Nummer 1 für mich. Man braucht hier unbedingt QSS, sonst kann man nicht spielen. Ja, es gibt so ein paar Regeln. Danach, was für Units sie festen. Das Simpelste, was ich euch sagen kann, ist, die unten links hinzustellen. So, weil wenn du hier in solchen Situationen, seht ihr das? Er frisst präferiert unten links, wenn die Units sehr, sehr ähnlich sind. Deswegen ist das sehr gut. Quasi. Das ist gut zu wissen. Uiuiui. Dragomancer Deja, auch ein ganz wilder Trip. Fünfmal Knockup von Yasuo. Der weiß, was er tut. Alter, bis wohin wird er denn dashen? Und dann auch noch der Finish. Krass. Da war ich richtig pisst, ne? Der ist ein Level über mir. Yasuo mit dem Knockup one-shottet ja auch immer die Leute, die. Wenn es nur noch eine gegnerische Unit gibt. Aber das war ja, also der Yasuo hat ja komplett weggesmurft. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall Crit. Schon sehr, sehr gut, ne?
Ja, man kann ja natürlich darüber diskutieren, ob es quasi jetzt besser gewesen wäre, den Yasuo die QSS zu geben statt Gunblade. So, ne? Da sind viele immer wieder der Meinung, dass es das bessere Bild ist, aber ich präferiere es eigentlich immer so. Mirage ist auch so gut. Warum hat er denn Mirage schon gestackt? Obwohl er nicht drin war. We take it. Ja, mit Remover, ne, man könnte es lösen, aber ich finde so sind die Items schon am besten. Also wenn man dann ganz am Ende gegen jemanden spielt, der viel CC hat, dann kann man nochmal überdenken, ob das besser ist, da nochmal zu changen. Sehr schön. Ist halt ein Game, was sie sehr, sehr aggressiv auch einfach von vorne gespielt haben. Und wir haben jetzt tatsächlich ja noch eine Menge Upgrades vor uns. Ich glaube, wir sollten hier bis 40 Gold oder so rollen. Oh. Das reicht tatsächlich. Ah, wobei. Oh ja, doch, doch, doch. Das ist sehr schön. So, nochmal Text wieder einfach auf die Anivia, ne? Weil es ein Einzel-Item und dadurch proc sie Statics öfter. Ist natürlich die Frage, ob der, wo die zwei uns quasi ohne Lifesteal quasi lang genug noch glücklich macht. Ah, es war actually close, ne? Wenn Yasuo da, also wenn die andere Unit stirbt, dann one-shottet mein Yasuo ja seine Unit, aber das wollte leider nicht ganz passieren. Jetzt haben wir nicht mehr viele Upgrades, die wir hätten können. Also klar, der Nunu 2, Yasuo 2, Heka 2, aber nur Heka 2 ist davon realistisch auf Level 8 eigentlich. Ja, Positioning-wise kann man ja jetzt auch nicht allzu viel rausholen mit der Comp. Was aber ganz cool ist, ist quasi, wenn ihr den Heka außen habt und der Yasuo nicht von ganz außen kommt, weil Heka ultet dann von hier aus in die Enemies rein. Ich denke, dass, obwohl der B3 hier besser ist, jetzt auf 9 zu gehen, weil ihr müsst einfach mal überlegen, was ist euer Upgrade auf 9? Und tatsächlich haben wir kein ernstzunehmendes, richtig gutes Upgrade auf 9, sondern klar, wir würden wahrscheinlich, keine Ahnung, zum Beispiel jetzt einfach Soraka unten im Shop kannst du natürlich spielen, ne? Ist ja auch okay, aber das Einzige, warum wir 9 gehen würden, ist, um den Yasuo auf 2 zu bringen. Den wir allerdings trotzdem nicht zu Dragamancer machen können, weil sonst unser Volibear nichts mehr macht. Und dann wird es halt ein bisschen zu weak. Ja, dann war Kaff, dann spielst du den Lilia rein für 20 Armor mehr, also das macht wirklich gar keinen Sinn. Das würde ich niemandem empfehlen. Ain't it. Die Idee ist einfach, dass wir dadurch 150 Health mehr auf Ohren haben. Was okayisch ist. So. Wie viele Volibear-Spieler sind da noch da? Einer, der zwei, den auf Two-Star. Ja, jetzt könnte man zum Beispiel 9 gehen und Mystic Bard spielen. Auch was sich Rollen halt jetzt ein bisschen doof anfühlt, weil man halt nur noch. Oder gefühlt zumindest nur noch für den. Really, eh? Close. Nur noch für Voli rollt.
Ja, okay. Hat sich erledigt. Wir werden auf jeden Fall auf Level 8 jetzt zu Ende rollen. Jetzt fehlen uns nur noch zwei Bullies. Jetzt ist die Geschichte auch zu Ende. Meiner Liebe hat actually gerade 5900 Damage gemacht, ne? Unterschätzt die nicht. Scheint für Warrior Bruiser. Ja, das wäre auf 9 auch möglich gewesen, aber ich denke, da merkt man ja selbst beim Sagen schon so. Yay! Voll cool. Also der frühe Yasuo-Hit war hier wirklich ziemlich lucky so, ne? Der hat halt einfach das Lineup hier früher stabilisiert, als ich es erwartet hätte. Der Yasuo dann noch Units killt, ist auch legendär. Ich bin ja actually Anivia 3. Ein sehr, sehr schöner. Ein schöner Siegsengel hier für uns. Anivia Bulli 3. Warum rollt er nicht schon für Bulli und Anivia? Wir waren so nah an der PvE-Runde und wussten, dass wir quasi dadurch hier uns die Zinsen noch sparen können. Das macht tatsächlich einen riesen Unterschied, ob man hier moneymäßig schon all in ist oder nicht, weil du halt einfach ja die ganze Zeit Zinsen bekommst. Muss ich ein bisschen beim Rolldown konzentrieren. Ist immer ganz besonders ärgerlich, wenn man auf den letzten Metern hier Fehler macht. Deswegen da lieber einen Ticken langsamer rollen, aber dafür halt konzentriert zu Ende. Ein Ticken schneller wäre aber auch gut gewesen, ne? Pizza. So, und jetzt fehlt uns quasi leider immer noch ein bisschen was für unseren Volibear. Boah, der CC von Hikarimiya ist so huge. Lol. Yikes. Das würde mich auch töten. Schon eine decent Wahrscheinlichkeit, das hier zu hitten. Also macht schon Sinn, da runter zu rollen. Und jetzt sieht man halt auch sehr schön, dass man halt mit Level 9 hätte man das niemals gehittet, ne? Wenn man sieht, wie knapp das ist. Ups. Ich meine, hätte ich noch drehen sollen, ne? Man frisst hier lieber Nuno als Seju. Die hat mehr HP. Oh, der Knockup wird huge. Junge. Junge. Ja, ich meine, der Shyvana 2, ne? Also, der hat einen normalerweise sehr guten Power Spike. Aber unser Woli zimmert hier halt komplett anders böse durch. Vielleicht hat man ja sogar noch genug Runden, um 9 zu gehen, aber es ist schon sehr unwahrscheinlich, ne? So, der Hardcounter dazu ist übrigens Sapphire, das heißt, ich denke, wir können die Runde am Ende nicht gewinnen. Weil Sapphire uns so hart countert, wobei der verliert wahrscheinlich einfach gegen andere, ne? Müssen jetzt sehr eng aufstellen. In der Hoffnung, dass der mit dem Sapphire nicht Volibear oder Ornn hittet. Ja, wurde gehittet. Ist halt. Ah, das haben jetzt zwei verschiedene Leute, ne? Ah, nee, das war ja der das war. Dadurch ist es tatsächlich so, dass Volibear die Unit killt, aber dafür keinerlei Stats bekommt. Was halt einfach die Comp komplett killt, ne? Also, das ist ja. Kinda stupid.
Aber wir besiegen ihn einfach trotzdem. Haha! Ja, also, wenn ihr irgendwann mal Probleme gegen Cuff Legend Woody habt, das ist das Counterplay. Well. Nein, Infinity Edge wäre doch so gut gewesen. Ich dummer Idiot. Ich habe ja Spellcrit. Ah, Gambit ist actually auch fein. So, der hat das nicht. Gegen den ist alles fein. Der hat aber dafür ein bisschen viel Whisper. So. LOL! Der hat Siphon 3-Star gehittet. Aber Yasuo one-shottet auch Siphon 3-Star, wenn er Last Man Standing ist. Das heißt, es gibt eine reelle Welt, wo wir das trotzdem gewinnen. Aber noch nicht diesen Fight. Oh, dass er es wirklich gehittet hat, weil der hat die Hälfte seiner Units dafür verkaufen müssen. Ist natürlich keiner heavy, dass der dadurch in der Lage ist, einfach meinen Woody zu one-shotten. Aber sind wir mal ehrlich, wenn du Siphon 3 hittest, hast du dir das auch verdient. I don't really mind. So close. So, jetzt die Idee, den Lee einfach in Nico reinzustellen, damit auf jeden Fall Lee Nico wegkickt, weil Nico halt quasi mit diesen ganzen Items hier ziemlich strong ist. Und der Volibear quasi halt was anderes fokust in der Zeit. Das hat er auch ganz brav gemacht. Den verprügeln wir komplett. Ja, aber der Siphon 3, der scheint dann doch recht strong, ne? Und es ist trotzdem vielleicht für uns winnable, weil wie gesagt, ne, also als Last Unit ist es okay. Ja, ohne Pandora's Page, ich weiß auch nicht, wie er das gehittet hat, aber er hat's gehittet. Das Problem ist, ich muss auch relativ lange umstellen jetzt eigentlich. Aber ich habe so viel zu tun. Aber es gibt ein Positioning, womit ich vielleicht gewinne. Ah, okay, na, Moment, gegen den gewinne ich anyway, ne? Gegen den sollte ich anyway gewinnen. Ja, dass wir auch noch Lee's Restar gehittet haben, ist halt sehr, sehr nice. Na, nie wer, wohl die wer, Lee's Restar. Das Problem ist nur, wir müssen jetzt gegen den Siphon-Spieler gewinnen, weil wir ansonsten hier trotzdem nicht Top 2 hitten. Das heißt, die Idee ist, alles nach hinten. Und jetzt so, Siphon kann er nämlich nicht mit Auto-Attacks killen, glaube ich. Das heißt, er dasht. Und dann darf er nur nicht als erstes auf Woody dashen.
Nein, ein Auto-Attack mehr. No! Oh, ich hätte es gehabt. Ich brauche ein Auto-Attack mehr von Woli. Oh mein Gott. Oh, es ist so close, weil dann killt er alle Units und dann kann Yasuo mit dem Q3 das gewinnen. Holy shit. Ich hätte fast gegen Siphons Restar gewonnen. Ein Auto-Attack von Woli waren wir von entfernt, holy shit. Aber ich muss sagen, diese Variante mit dem Augment, Druid Lotus und dann Infinity Edge Woli, die knallt halt ordentlich rein, ne? Ah, es war so close. Krass. Aber ich glaube, es zeigt schön die Power, dass wir das fast geschafft hätten. Krass auch, dass der Siphons Restar gehittet hat. Krass, dass er fast damit verloren hat, aber sehr, sehr nice. Also die Combo ist mir auch mal wieder ein Banger wert. Daniels, wie ihr seht, das Ganze wurde aufgenommen am 9.7. Das heißt, es ist wahrscheinlich noch der alte Patch, wenn ihr das Video seht. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Johnny. Peace out. Achso, das Ganze kommt, weil ich bin in Amsterdam auf der TwitchCon. Das heißt, ich kann da nichts aufnehmen. Deswegen, yo.